was. Was? 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 Was geschähe? Was? 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 Wenn geschähe, was? Was? Was nicht geschehen was? Darf? Was? 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 Was nicht geschehen was? Darf? Was, 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 was? Ja, ich bin die Birgit Reinhardt, ich bin bildende Künstlerin, Performerin, ich lebe in der Wuppertaler Nordstadt in Elberfeld. Ja. Und im Laufe der Jahre habe ich sie dann kennengelernt als Musikerin, als Künstlerin, als Lyrikerin, als spirituell Suchende und auch immer wieder als sehr impulsive und streitbare Person. Also was ihr immer gegen den Strich geht, ist das, was sie so als Harmoniebedürfnis empfindet. Oder so, wenn es ihr zu harmonisch wird, dann geht sie unter die Decke. Und mein Großvater, der hat schon früh mein zeichnerisches Talent entdeckt, der hat meine Hand geführt. Und als ich in die Schule kam und ich sollte da tagelang Spazierstöcke malen, da bin ich gar nicht mehr hingegangen. Da habe ich gedacht, die wollen mich ja wohl verarschen. Ich kann Pferde im Galopp malen und jetzt soll ich hier Spazierstöcke malen. Das ist was für die anderen Kinder, aber nichts für mich. Hier ist allerdings mein erstes Eierschneiderinstrument. Was ich erzähle? Ich? Ja, das ist was für die Ich-Gesellschaft. Flöte von meiner Schwiegertochter geschenkt bekommen. Meine Doppelwuvusela. Eine Mini-Alarmanlage. Die ist noch Batterie noch voll. Ja, Musik machen ist natürlich die Sache, die ich sehr gerne mit anderen Leuten mache, während die Kunst, das ist eine Sache für mich alleine als Einsiedlerin. Und beides ist die totale Leidenschaft für mich und ich denke immer, wenn ich keine Kunst mache, dann werde ich wirklich böse und gemein gefällig. Dann geht mir alles so auf den Geist. Aber wenn man dann irgendwie sich mal die Sachen, die auf den ersten Blick so wunderbar harmonisch anmuten, sich näher anschaut, dann stellt man fest, dass da ganz viele befremdlich wirkende Sachen zusammenkommen. Es sind ja meistens Collagen, die sie macht. Und dass dann ganz viele verschiedene Ebenen da sind, die aber als Ganzes dann wieder so komplex sind, dass sie schon wieder schön sind. Das darf man ihr dann aber auch so nicht sagen, weil, wie gesagt, also Kunst, die schön ist, das ist für sie keine Kunst. Viele Zeiten. Genehmigung für Schicksal. Alle Atmosphären reisen durch Schlüssel. Wie würde die Zukunft mit Kunst idealerweise für dich aussehen?
Was wünschst du dir da? Oh, viel Geld. Der Geldsegen. Ich bin Sternschaller und der Geldsegen kommt herunter und ich kann alles in einen Platz unterbringen. Atelier, Wohnung, Garten, Katze, meine Ruhe oder große Partys. Was geschehe? Was? Wenn geschehe, was nicht geschehen darf. Was?